90, 90, 90, Nummer 90. Willkommen im neuen Video. Bienvenue, bienvenidos. Es ist das 90. Video. Ja, diese Botschaft ist nicht gerade suboptimal. Das ist eine gute Botschaft und es wäre ratsam, sie mit einem kleinen Juhu zu zelebrieren. Die Dekoration, wie beim letzten Male, D2 in verschiedensten Varianten. Aber ohne Hope Against Hope, das ist die weiße Version aus Japan. Atomagorian, Exotica, der beste Film aller Zeiten, aus dem schönsten Jahre aller Zeiten. On Her Majesty's Secret Service, Andrei Zulawski. Und heute geht es, das ist eine italienische VHS-Ausgabe, um Le Rayon Vert, das grüne Leuchten. The Green Ray. Green Ray, kann man guten Gruß an Ray raussenden, den Mitrezensenten. Ja, das gedächte ich zu tun. Frankreich, Biarritz unter anderem. Aber dann auch die Schweiz, Zermatt, glaube ich. Es geht um Delphine. Diese Dame hier, hier gemalt. In Wirklichkeit handelt es sich um Marie Rivière. Diesen Menschen hier übrigens, der ihr etwas eigenartig dreinblickt und gegen Ende mit ihr das grüne Leuchten erführe. Das ist ein Mann, den kennt ihr auch aus der schönen Hochzeit von Romer. Das ist der, der irgendwie bei Beatrice Romand an diesem Schalter in der Wohnung den Elektriker rufen wollend, in Anführungsstrichen, herum experimentieren soll, was reparieren soll, was sie dann als Bastlerin selbst in die Hand nehme. Ja, ansonsten hier haben wir die gemalten Motive. Dort ist ein Leuchtturm zu sehen. Leuchtturm, das grüne Leuchten. Du dächtest beim Leuchten jedoch auch an Elisa von Jean Becker, an den legendären Leuchtturmfilm. Gibt es noch andere Filme, in denen Leuchttürme vorkommen oder eine Rolle spielen? Ich dächte da spontan oder mir fiele spontan ein. Interview mit einem Vampir, ja. Von 1994, sind wir wieder beim Jahre 1994. Ansonsten, das hier ist auch ein interessantes Bild. Der Hals ein bisschen länglich geraten und die Haare so ein bisschen lockig, wie bei dem Possession Zulawski-Cover, oder? Und guckt gen Himmel. Okay, jedenfalls das grüne Leuchten. Das absolute Romer-Lieblingswerk von Daniel Zünder. Früher war es ein bisschen anders, also so Pauline am Strande und so weiter, stand, glaube ich, noch höher im Kurse bei ihm damals, als er noch Pierre war und noch nicht Henri. Und ja, natürlich, wir lieben alle Claires Knie. Ja, Le Genou de Claire, Claire's Knee, ein brillantes Werk. Anders als manch anderer liebe ich noch La Collectionneuse. Und ja, bei Comte DT hat ja Daniel so ein bisschen die Problematik, dass er mit meinem Kumpel Sean, also mit dem Gaspar, dem wandelnden Chamäleon, wie es mal hieß, nicht so recht warm wird. Ja, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Es ist ein schwieriger Zeitgenosse, aber es ist trotzdem wahnsinnig spannend, der Film. Ja, und auch Sir Steph hat den sich zu Gemüte geführt und sogar mal eine Rezension geschrieben zum Film Sommer von 1996 von Romer. Jedoch, apropos Sommer 1996, übrigens nicht mehr online, die Rezension. Dieser Film hier, den gab es auch mal als Laserdisc in den United States. Und dort hieß der Summer. Ja. Also wie hier der Film von 1996, Sommer. Dort der Film von 1986, Summer. Und in diesem gesömmerlichten Sinne und sommerumschwängerten Zusammenhange beginnen wir auch. Es geht, wie gesagt, um Delphine. Delphine ist eine sehr sensible, emotionale Frau, die eigentlich relativ gut bedient ist mit ihrer Einsamkeit, in Anführungsstrichen. Man benötigt ja auch mal Zeit für sich selbst. Und ich bin auch ein sehr, sehr melancholischer Mensch. Ich fühle mich sehr leicht von allen Wänden und Händen und Personen erdrückt, wenn sie zu viel Druck ausüben. Geh auf die Veranstaltung, geh auf jene und da eine Wandertruppe und dort ein Sportverein und hier nochmal irgendwo ehrenamtlich dich und das Volk mischen und da wieder aktiv sein. Überall sollst du omnipräsent und allgegenwärtig sein, am besten in 100 verschiedenen Nicht-Alleinseins-Vorständen, so ungefähr. Finde ich ein bisschen albern, weil unsere Seelen wirklich auch mal Zeit benötigen. Und genau das ist einfach das Kern-Hauptthematik-Wunder
dieses Films. Es geht um Zeit. Ja, du brauchst etwas Zeit für dich, du benötigst etwas Raum für dich. Unsere Celine hätte ich jetzt fast gesagt, weil ich kam ja auf... Ah ja, ich war jetzt gerade gedanklich bei Before Sunrise, dem Film, der ja auch sehr Romare-mäßig ist von Richard Linklater. Aber es geht um Delphinen, genau, reimt sich fast auf Celine deswegen. Diese Delphin, wie gesagt, benötigt räumliche Kraft, also ein bisschen weitläufigere Areale, in denen sie sich frei bewegen kann, wird extrem eingeengt von der hier in diesem Film anfangs von Béatrice Romond gespielten Person. Béatrice Romond, sonst zuvor in sehr, sehr angenehmen Rollen gewesen, ja, zu sehen gewesen. Ich meine, in Claire's Knie als Laura war sie absolut brillant. Die Fortführung dessen war im Prinzip dann diese lustige Rolle in der schönen Hochzeit. Und auch jetzt die Tage sprach ich bei Renette und Mirabelle von ihrer Nebenrolle als Detektivin in dem Kaufhaus, in dem Supermarkt, pardon, Supermarché. Aber hier, und das obgleich sie von der wunderschönen Irina Wanka synchronisiert wird, der stimmschönen, parfumhaltig parlierenden, trotzdem die Rolle, die diese Béatrice Romond hier hat, was ist das für ein Mist, Leute? Guck mal, die macht Delphin so einen Druck, ja. Ach Mensch, das ist ein Wahnsinn, ja. Die ganze Zeit und redet mit einer Penetranz auf Delphin ein, was sie denn alles machen solle und dass das ja so nicht in Ordnung sei und dass man in diesen Phasen der angeblichen Einsamkeit ordentlich Druck unterm Arsche bräuchte, sozusagen. Und da kommt es natürlich immer drauf an, welchen Menschen hast du vor dir. Die eine Person brächtest du tatsächlich eher in Schwung, wenn du ein bisschen Feuer machst. Es gibt solche Leute, die andernfalls nicht in Bewegung geraten, aber es gibt eben auch Leute, die durch diesen Druck eher geschwächt werden und die einfach selbstständig in der Lage sein wollen und sollen und können, sich in die richtigen Bewegungskosmen zu versetzen und die durch diesen Druck eher zugrunde gehen. Und deswegen erleben wir auch so viele verschiedene Örtlichkeiten. Und nirgends fändest du das, was du wirklich suchst. Ich meine, nimm zum Beispiel diese Schwedin später im Filme. Die ist eigentlich sehr nett und flirtfreudig und lustig und die schlösse man auch ein Stück weit ins Herz. Alles wunderbar, ist auch eigentlich sehr nett zu Delphinen. Aber als es dann in diesen herrlich improvisierten Dialogen mit diesen zwei Herren, die dazu stießen, immer lebhafter und für Wiesbaden heiterer wird, das ist ein heiterer Verbaltanz, ja, ein Dance des Lieblichen, es erdrückt Delphin, ja, und die beiden Herren, die sind ja eigentlich ganz nett, das sind ja jetzt keine schlimm, eigentlich genau genommen, ich glaube, ich fand die sogar angenehm, also ich meine, den hier, den sie am Ende tatsächlich aufgabelt, den finde ich irgendwie komisch, ich weiß auch nicht, das Grinsen von dem, auch mit dieser nachdenklichen Zahnlücke dazu, bei der du nie weißt, welche emotionale Luft durchflösse sozusagen. Ich weiß nicht, ich bin nicht schlau geworden aus diesem Endwerk personifizierter Art hier. Aber vielleicht tue ich ihm Unrecht. So, jedenfalls befindet sie sich da im einen oder anderen Lande, Sprenge im einen oder anderen Sande, erläuflicht am einen oder anderen Strande, erlebt die Liebe im zerrissenen Bande. Und, ach Mensch, was genau gedächtest du zu tun, ist die Frage. Und warum überhaupt immer was tun? Ja, also es gibt so tolle Dialoge, in denen es auch auf den ersten Blick einfach mal um nichts geht, wie sie dann zum Beispiel in diesem einen Gartendialog im Jardin, also im Jardin, also heißt der Garten, ne, draußen sitzt in einem Garten und schwadroniert darüber, da mit diesem luftigen Salat und so weiter, dass sie eine Blume oder sowas Poetisches niemals essen könnte, weil es müsse ja alles mit Herz und Seele sein und der Gedanke müsse auch so ein bisschen an die Ursprünge des Seins denken. Und die anderen Leute, ja, da gibt es so verschiedene Debatten. Bei mir persönlich ist es seit den 160ern und BK, Bratkartoffeln und so weiter, ein bisschen zu viel Essensgeschwafel da an diesem Gartentisch. Also fehlt nur noch, dass sie eine neue Auflage von 2020 drehen und alle währenddessen da ihr Essen fotografieren und auf Instagram hochladen. Aber trotzdem ein genialer Gartendialog, in welchem sie immer spontänlicher alles ausdrückt, was sie bewegt und sie emotional erreget und
In solchen Zusammenhängen spürst du dann die wahre Delphine, die sich wirklich, wie gesagt, von Örtnis zu Örtnis begibt, auf eine sehr eigentümliche Art und Weise denkt und fühlt und spürt. Und dann kommt auch dieser eine komische Sportler da, der auf dieser Bank sitzt, der so, körperbetont selbstdarstellerisch angezogen ist und ihr so komisch nachläuft und sie dann irgendwann innerlich ein bisschen ausrastet, ob er denn ein Foto von ihr wolle oder was denn los sei. Und er, du bist so schön, du bist so schön, spricht er ihr so komisch, dann haucht er ihr das so rüber rein und sie hat ihn ordentlich abserviert. Also das ist schon ganz, ganz witzig, weil zumindest wenn man nicht selber betroffen ist, sondern sich das hier so auf dem Screen reinzöge. Ansonsten, ja, du hast, wie gesagt, eine Hauptprotagonistin, die unvergesslich ist und der du gern zuhörst. Also sie hat hier auch wieder, ne, ist das die Stimme aus La Femme de l'Aviateur? Also es ist, nee, Moment, La Femme de l'Aviateur. Stimme ihrerseits war ja die Marcy Darcy, ne? Wie auch immer, du reist mit ihr in verschiedene Kosmen hinein. Sie lernt interessante Menschen kennen. Du verschmolzest in ihr, mit ihr und bezüglich ihrer Person. Du erlebst verschiedene Welten, hätte ich jetzt fast gesagt, und dann auch zum Beispiel dieses ältere Grüppchen, dieses betagte Trüppchen, ein paar Damen und ein älterer Herr, die dann übers grüne Leuchten philosophieren. Und hier erführe unsere Delphine erst genau, was ist das? Ja. Was ist das? Was bedeutet das? Und wo und wann oder in welcher Form kann ich das unter Umständen erleben? Letzten Endes erlebt sie es mit ihm hier, dem ich eben ein bisschen unsanft zur Presche sprang. Oder, nee, Quatsch, in die Presche springen sie eigentlich, wenn man jemanden in Schutz nimmt. Das kennen wir ja auch noch aus dem März und aus dem letzten Jahre. Ja, und deswegen, sorry, Insider-Modus, ist unsere Delphine wirklich ein Paradebeispiel für einen Menschen, der oder die in diesem Falle sehr, sehr feinsinnig und mit Gefühl und sublim sich darstellender Herzensgüte spüret, feinspürig ertastet, wie die Welt funktioniert, in Anführungsstrichen. Und da hast du halt oft ein Gefühl des Belästigtwordenseins, weil wenn sie mal angesprochen oder anparliert werden möchte, dann erhöbe sich irgendwie niemandes Stimme. Und wenn sie gerade wirklich überhaupt nicht willens ist, überhaupt nicht im entsprechenden Modus agiert, hier in irgendeiner Form aufdringlich angegangen zu werden, dann kommen sie auf einmal alle reihenweise an. Delphin hier, Delphin da, Delphin, unternimm was mit uns, Delphin, partizipiere an unseren Unternehmungen, Delphin, du musst etwas verändern, Delphin, deine ehemalige Beziehung ist schon wieder zu lange her und die Pause ist zu lange schon im Gange und lass sie doch langsam passé sein und wage was Neues und handle risqué und tu dies, tu jenes. Sie wird also wirklich sehr, sehr unsanft bearbeitet vom Volke und ja, da bist du natürlich mit deinem Herzen, wenn du selber ein Mensch bist, der für die Extreme und für die emotionalen Exzesse und für die Nachdenklichkeitskosmen und für die inneren Wunder des Nicht-Durchschaubar-Seins lebt, jemand, der sehr viel Verständnis für Delphine aufbringt, ja. Also wenn ich dieses Verständnis nicht aufbrächte für sie, dann wäre ich de facto nicht ich. Und so kommt ja auch Kollege Daniel Zünder und sagt, dass er ja sowas wie die männlichifizierte Version Delphins sei. Ja. Und ich denke, das ist doch schon ein annähernd sich in Richtung Schlusswort begebendes Statement, weil die Zeit auch langsam etwas knäpplich wird. Sie erhalten da verschiedene Versionen. Es gibt eine sehr schöne, covermäßig hübsch gestaltete deutsche DVD-Fassung. Es gibt inzwischen natürlich seit diesem Jahre die neuen Arthouse-Boxen mit den ganzen Zyklen. Ja. Dieser Film hier gehört zum Zyklus Komödien und Sprichwörter. Gibt es zum Beispiel bei Pauline à la Blanche das Sprichwörtnis, wer zu viel redet, verlöre sich selbst. Ja. Auch da, ne, bei Pauline die einzige Person, die, obgleich sie Interessantes zu sagen hat, mit diesem Redeschwall nicht zu sehr übertreibt, ist Pauline. Sie ist mehr so die stille Beobachterin. So, jetzt wird die Zeit aber wirklich knapp. Also Delphine, hochspannende Persönlichkeit, die ihr hier erlebt und der ihr beiwohnen dürft. Danke.